Wisst ihr, wo wir schon ewig nicht mehr eingeladen waren? Bei der Schweinefee. Und ja, wir haben neue Aufgaben. Also Ozark hat Aufgaben bekommen und ich bringe Kerzen mit. Witzerkerzen. Ich denke, darüber freut sie sich auch besonders. Über die Mittelfinger. Den findet jeder am coolsten. Ja, Sagen wir schon, es so, ja. wie es ist. Das finde ich Ein witzig. super Teddy. Und das mag sie auch sehr gerne, so ein kleines Engelchen. Da weiß ich, dass sie sich drüber freut. Und seine Hose. Ich bringe wieder ein paar Kerzen mit. Und da wird sie sich freuen. Es gab ein paar PC-Probleme und ein paar habe ich schon gelöst und ein paar ist Ozark heute dran. Das hätte ich auch machen können, aber Ozark kann das schneller als ich. Deswegen, Mal deswegen gucken. kann er das machen. Und ich bringe Kerzen mit und ich unterhalte mich nicht, während du die PC-Arbeit machst, die Ja, ich glaube, Laptop-Arbeit. das kriegen wir schnell hin. Das war ja nicht so viel. Ich möchte ja anmerken, mal so, ich mache das ja auch auf Arbeit, solche Dienstleistungen. Da helfe ich ja den Menschen immer. Ja? Deswegen, das ist gut. Heute hatte ich wieder Druckerprobleme, kann ich ja erzählen. Aber das Passwort für die Konfigurationseinstellungen war nicht bekannt. Jetzt müssen wir doch erstmal den Druckerdienstleister anrufen, der den aufgebaut hat, der den verkauft hat halt so. Ich kann keinen Support leisten, weil ich kein Passwort habe. So ist es halt. Ihr denkt euch aber auch jedes Mal ein neues Problem aus, ne? Es sind Ja, nicht die ja. gleichen Probleme, sondern immer auch was Neues. Ja, das ist immer was Neues, das ist schon Okay, richtig. dann fahren wir jetzt erstmal los. Nur weil das alles Hater sind. Und die meinen lässigen Style nicht feiern. Vorsorg, Hater. Alles Hater. Schatzi, wenn jemand sagt, du sollst dir eine Hose anziehen, wenn du das im Internet hochlädst, dann sind das keine Hater, glaube ich. So, das sind Das wir schon sehen wir mal. ein. Wir zeigen euch jetzt. Ja, wir waren eigentlich bei der Schweinefee, war der Abschluss von der Genau. letzten Szene. Ozark macht gerade Pizzaschnecken. Den Pizzateig hat er vor ein, zwei Tagen den Hermann aufgesetzt. Und das ist ein richtig fluffiger Teig. Und jetzt hat er sich gerade so eine Soße zusammengemixt aus Mayo, Ketchup und passierte Tomaten. Nee, Datteltomaten. gestückelte Tomaten, so eine Dose. Von der Mutti. Und genau, das sind die Mutti-Dosen. Die schmecken wirklich super gut und ich finde auch die Stückigkeit von den Tomaten finde ich gut. Ja. Außerdem macht er sich dann gleich noch Nudel-Bolognese zum Genau, Abendbrot. das ist hier jetzt die Vorbereitung. Das kann Genau, man das in sind Pizzaschnecken. Die werden fertig gebacken und wenn es denn zu viel ist, kann man das auch super gut einfrieren und dann kann den. man sich auch so eine einzelne Schnecke auftauen, wenn man mal lustig ist, ne? Wenn man was zum Snacken möchte. Genau. Ansonsten nimmt er das einfach morgen dann mit zur Arbeit oder isst es morgen Abend dann weiter, ne? Genau. Wir waren bei der Schweinefee. Das hat jetzt doch länger gedauert als erwartet. Wir waren 1,5 Stunden da. Und oh, das war Haben wir noch Käse? volles Verkehrschaos hier bei uns. Weil die haben irgendwie neue Baustellen aufgemacht und wir sind hier quasi fast eingesperrt in unseren. Also Ist wirklich so. es ist so ein Wohnviertel und nach machen immer mehr Baustellen auf, dass es überall Sackgassen sind und wir sind kaum rausgekommen. Und noch nirgendwo angekündigt. So, ich meine, ja klar, ist mit Ankündigen manchmal schwierig vorher, aber die haben halt einfach die Straße zugestellt. Ne? Also alle Heute mussten Morgen bin wie ich noch Idioten durchgefahren. da reinfahren, weil am Anfang der Straße noch das Schild nicht da war, dass das eine Sackgasse ist. Also die waren da gerade am Aufbauen und Gott haben die alle geflucht. Ne? Wollten da Ja. natürlich ganz viele Autos da langfahren und alle mussten dann umdrehen und alle In so waren einer genervt und dann waren so viele einspurigen? Fahrradfahrer noch Ja, natürlich. wirklich. Ja, aber muss ja auch gemacht werden, ist ja auch sinnvoll, ja. Falls jemand das hier vom Straßenbauamt mal sehen sollte, mein Video, ja. Ihr vergammelten Bitte, Gammler. bitte macht doch die Rohre, die blauen Rohre, die oberirdisch verlegt worden sind, macht die doch mal unterirdisch. Das wäre doch mal eine gute Maßnahme für eine Maßnahme für den Bezirk hier. Da würden sich viele Menschen drüber freuen. Ja, nee, wir waren bei der Schweinefee. Ich habe ihr was weggepuzzelt. Ihr dürft mich nicht einladen, wenn ihr ein Puzzle zu Hause habt. Ich sitze dann so lange einfach da, bis es fertig ist. Da kann ich aber auch nichts für. Da bin ich so geschädigt, ja. Mir wurde es auch immer weggepuzzelt. Und wenn ich ein Puzzle sehe, ich muss es einfach machen. Ich stehe dann dafür auch mitten in der Nacht auf, um das weiterzupuzzeln. Das geht gar nicht. So ein angefangenes Puzzle, das triggert mich übelst, ja. Und habe ich der Schweinefee leider weggepuzzelt, in dem Sinne. Und dann habe ich es in den Rahmen gesteckt und die aufgehangen. Sie hat sich sehr darüber gefreut. Es war so ein besonderes Ich habe sie Puzzle aus. weggepuzzelt, sie hat sich sehr darüber gefreut. Aber das war doch so, oder, Ja, Ozark? sie hat sich wirklich ein bisschen gefreut darüber. Ja. Ich habe ihr am Sch Computer Sie hat geholfen. gesagt, lag schon wochenlang auf ihrem Tisch. Ja. Unerhört.
Und wir haben auch gleich einen Rahmen gefunden und gleich einen Platz gefunden. Also es ist jetzt alles erledigt, weggepuzzelt und hängt schon an der Wand. Mega. Genau. Habe ich gerne gemacht. Käse im Gefrierer? Ja, oder klar. Weiß nicht, ob das jetzt klar ist. Ja, mal schauen. Ganz oben, wenn dann. Ja. Nee, ich glaube, wir haben allen Käserestos verbraucht. Ja. Käse ist alle. Bitter. Soll ich für dich zum Netto laufen, Osok? Nee, wenn Gewalt da ist mein Gemüsefach. Wenn Gewalt anruft und fragt, ob er was mitbringen soll, sagen. Wenn der Iggybert fragt, dass er, wenn er rüberkommen möchte, nachher vielleicht, und dann fragt, ob er noch was mitbringen will, dann sage ich, er soll den Käse mitbringen. Dann macht er das bestimmt auch. Das macht er gerne. Weil dann ist er der Käse wert. Käse wert? Er geht auch gerne vorher nochmal einkaufen, mal sparen. Bringt er sich noch was zu trinken mit oder so, irgendwas Spezielles, was wir nicht da haben, ne? Und genau, weil wir haben ja nur Wasser, Kaffee und ja, und jetzt hatte ich mal wieder. Ganz hier. Viele Energies haben wir wohl. Ja, Energy-Drinks trinkt aber auch. Ja, die hat. Das, hier, danke an den hier Food Hall mit Iggybert, haben alle wieder gefeiert, ja? Haben wir uns sehr gefreut über die Kommentare. Kam sogar ein Super Thanks noch rein, voll krass. Oha, oha. Ja. Das ist ja krass, ey. Ja. Dankeschön. Können wir dem Iggy geben. Freut er sich drüber. Na, hat ja auch mitgemacht. Hat ja mitgearbeitet. Können wir dann auch teilen? Kann man auch so sagen, ja, ja. Naja, ist ja so. Soll ich zum Netto gehen? Nee, ich kann es selber noch machen. Das ist kein Problem. Ich krieg das auch alleine hin. Du musst dich extra auf den Weg machen. Ich rufe gleich mal den Iggybert an und frage ihn, ob ich ihn abholen soll. Mal gucken, ob das was wird. Jedenfalls habe ich Auftragsarbeit bekommen. Und zwar Schal und Mütze. Und ich guck mal, was ich für Wolle da habe und bringe ja nächstes Mal so eine Beispielmütze mit. Mhm. Finde ich auch cool. Also Auftragsarbeiten mache ich auch gerne. Mhm. Und ja. Mein Schweinefleisch hat sich wirklich gefreut, dass wir da waren. Ja, klar. Da waren ja auch einige Problemchen mit dem Laptop und war nichts Schwerwiegendes, aber ist jetzt alles. Ja, man muss sich halt damit auskennen, man muss wissen, wo man klicken muss und sowas halt. Das sind genau. Naja, wenn man das, was ihr nicht machen wollt am Computer. Damit nie beschäftigt, dann. Also, ja. Ich hätte es jetzt auch machen können, aber also mit dem Drucker hätte es schon aufgehört. Ja. Da auf jeden Fall. Ja. Aber so Passwort rausnehmen und deinstallieren und das kann Updaten, ich auch alles. Updaten, Antivirus, das sind halt gute Sachen. Naja. So. Naja, ist es halt so, ne? Zeigen Sie mal das Zwischenergebnis, ob es ein Endergebnis in diesem Video noch gibt, das wissen wir nicht. Das ist jetzt Feta. Genau. Den können wir nächste Woche wieder kaufen. Osok, der ist nämlich nächste Woche, also ab Donnerstag in der Werbung bei Kaufland. Und italienische Mortadella. Das war so ein Endstück und da hat er einfach nochmal klein geschnitten. Passt jetzt super gut auf. Ja, das ist seine Wurstbox. TK. Falls mal das Fleisch hier ausgeht. Ja. Ach, da habe ich ja noch so viel Wurst drin. Stimmt. Huch. Ja, ja. Das ist richtig. Sieht aus wie. Zu wenig Salami. Ein bisschen Gefrierbrand in deiner Wurst. Aber das ist nur ein optischer Makel. Das kann man trotzdem noch essen. Das ist, weil wir den Kühlschrank zu oft auf und zu machen. Deswegen. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich aber auch genug Wurst drauf auf den. Ach, findest du? Ja, ich meine, so fehlt zwar ein bisschen Gemüse, aber Tomate ist halt drauf. Das ist ja auch wichtig. Ich sehe eigentlich nur Weizen und Tomate. Also so, wunderbar. Perfekt. Ja, das freut mich. Brauchst du noch Gemüse? Nee. Käse ist jetzt kein Gemüse, aber. Wie du das lachst hier jetzt. Alle Leute denken sich wieder. Ich dachte so, dir ist aufgefallen, dass da Gemüse fehlt. Und nein. Ich dachte, du wolltest denn vielleicht was nein. haben. So, aber ja, Zwiebel kann ich noch aufmachen. Rote Zwiebel kann ich noch aufmachen. Nee, die geschnittene habe ich verbraucht. Ach so. Ja, dann muss ich mir eine neue machen. Ach so. Ja, mal schauen so. Ja. Hab der Schweinefee, wo wir ja vorhin waren, habe ich auch vier Kerzen mitgebracht. Hat sie sich auch die hat sich über den Mittelfinger gefreut. Das ist auch schon wirklich lustig. Oh doch, der Mittelfinger ist wirklich gute Kerzenform. Muss ich auf jeden Fall noch mehr machen. Ja, ja, muss ich wieder rausholen. Ich habe ja neues Glitzer, ich habe einen Kerzenstift gefunden, den ich ausprobieren kann. Ich habe ja wieder neue Sachen, ja, und neue Möglichkeiten für die Kerzen. Und das müssen wir mal austesten, aber dann ist halt wieder Kerzenchaos hier in der Wohnung. Ja, ich freue mich sehr. Ihr freut euch ja auch immer über so Sachen zum Häuschen, wenn wir immer ein bisschen was spoilern. Also meine neue Küche ist 25 Quadratmeter groß. Wir müssen also wir hoffen, so in unserem Kopf ist es keine tragende Wand, ja.
wir wollen eine Wand rausreißen und dann ist es eine XXL-Wohnküche. Und das Schöne ist ja, ich habe ja im Keller, wird einen Vorratsraum wird's dann geben. Natürlich ja für die ganzen selbstgemachten Sachen, aber auch vorratsmäßig halt, ne? Alles, was wir so nicht brauchen im Alltag, kann halt alles im Keller unten lagern. Und ich hole das dann nur hoch in meine Küche, wenn ich es auch wirklich brauche. Das heißt, ich kriege endlich eine 25 Quadratmeter Küche, sehr minimalistisch. Und worauf Ozark besonders Wert legt, ist eine Kücheninsel. Ja, in der Mitte. In der Mitte, da wo jetzt die Wand ist. Ja, ist ja auch das Geilste, muss man ja auch einfach sagen. Ich finde, Kücheninsel finde ich mega gut. Ja. Ich habe mir schon ein paar Ideen geholt online. Also ich finde, also so Landhausstil finde ich auch ganz cool auf jeden Fall. Und IKEA unterstützt Ender ja auch gut mit der Küchenfindung, aber ich will halt keine Standardküche haben, sondern eine sehr minimalistische Küche ohne Hängeschränke. Und ja, also ich denke, wir werden da auf jeden Fall das Passende finden bei IKEA. Und da hat es dann alles ein Ende. Ja, auch das hier hinter mir, ja. Der ist nämlich, Waschmaschinenanschluss ist im Keller, ja, nämlich. Genau, das ist dann alles nicht mehr in der Küche. Das wird mega, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Haben heute auch noch mal über das Häuschen geredet und ja. Alle freuen sich aus unserer näheren Bekanntschaft darüber, wirklich. Natürlich freuen sich alle unsere Freunde, Bekannten und Familienmitglieder. Ja. Alle sind gehypt darauf. Alle freuen sich richtig für uns. Ja. Und die sich nicht freuen, die sagen uns das hoffentlich auch nicht, weil das wär ganz armselig. Ja, ansonsten bleibt ja nur übrig für die nicht vorbeikommen wollen, die können ja unsere Videos gucken. Das war der Running Gag bei mir auf Arbeit. Hast du das schon erzählt gehabt? Nee. Achso, das können wir jetzt auch noch kurz hier. Wir hatten Team-Meeting und dann musste so jeder auch so über sich selbst erzählen. Und ich habe so aus dem Privaten erzählt, dass wir das Haus kaufen so. Und der eine Arbeitskollege meinte dann so, naja, also wenn ihr das nicht, wenn ihr vom Julian nichts mehr hört, ihr könntet alles im Internet nachgucken auf YouTube. Da musste ich übertrieben überlachen, so im Team-Meeting einfach so rausgeplaudert. Aber ich muss sagen, ein, zwei meiner Arbeitskollegen, die finden die Videos, die wir machen, auch extrem lustig, ja. Die feiern das so ein bisschen, ja. Vor allen Dingen aktuell die Chili-Challenge. Die wollen sehen, wann ich mich das nächste Mal wieder quäle. Ja? Genau, da gibt es auch Fortschritte. Wir sind verabredet für Stufe 9. Also ich sag wir, weil ich gehe mit, aber ich filme nur. Du hast was zu machen. Ich bin ja nicht verrückt, ja. Und es hat sich so aufgebauscht, ne? Ozark wollte es ja eigentlich alleine machen, so 1 bis 10. Und jetzt haben wir andere YouTuber gefunden, wo Chili einfach deren Content ist. Also es passt mega gut zusammen, beide ja. Kanäle. Und jetzt kommen da die zwei Darsteller von dem Kanal vorbei. Genau. Und der Igibert hat vielleicht auch Lust. Der will aber nur eine normale Wurst essen. Natürlich. Aber er hat gesagt, er will sich das Spektakel unbedingt angucken. Er will sich das nicht entgehen lassen. Ja, ja, ich muss filmen, damit ich alle guten Gesichtsausdrücke mit habe. Der ist ja quälend, naja. So überragend. Und das ist fantastisch. Die Frau kommt ja auch noch. Genau, und die Frau von dem einen kommt auch noch mit. Genau, dazu. Da freuen wir uns natürlich auch sehr. Lustig. Wir sind dann dazu sechs, richtig? Wir drei und die anderen drei, ja. Richtig. Das ist super lustig, Alter. Und dann stehen da sechs Leute, die sich dem es gibt eine Carolina Reaper. Angeblich, genau. Angeblich ist sie da drauf. Ja, und nom nom nom, endlich. Hatte ja der eine Schaustelltypi, der beim letzten Mal da war, ja auch schon gesagt, für die Vitamine. Das war nicht der Schaustelltyp, der war vierfacher Chili-Weltmeister. Vize-Weltmeister, der war. Ja, also, okay, Vize-Weltmeister. Naja, wenn man immer nur Zweiter wird. okay. Ja, ist in Ordnung. Hier wird hart geschossen. Ja, oder? Ja, aber der sieht es ja nicht. Mal gucken. Der war auf jeden Fall ganz cool drauf. Also, wir sind Donnerstag gehen wir da hin, ne? Abends. Ja, genau, wir sind da eine richtige Truppe, ja, und alle haben Bock. Aber wirklich Bock, so, ja. Ich nehme auch die große Kamera mit, weil dann ist es ja schon dunkel, dann macht die GoPro nicht mehr so gute Aufnahmen. Ja, wir können den Fuser sonst mitnehmen, die Belichtung nochmal, das geht auch. Ach, schon ewig nicht mehr. Ja, musst du mal vorher laden und ja, so. Ja, das kriegen wir alles hin. Also ich denke, das ist schon ein grüner Abschluss. Ich möchte nochmal die Pizza zeigen. Ja, hier Zwiebel ist jetzt mittlerweile drauf. Das wird jetzt nochmal so eingerollt und dann wird das in kleine Schnecken geschnitten. Genau. Und dann hat man Pizzaschnecken. Richtig. Und man könnte es auch komplett so backen, aber Ozark möchte gerne Pizzaschnecken vorm Essen. Richtig, weil ansonsten ist das eine Zungenpizza und diese Zungenpizza kostet bei Telepizza 15,99 Euro, habe ich gesehen, so eine Zungenpizza. Ja, ganz schön teuer.
Ja gut, aber du hast ja auch jetzt ordentlich an Zutaten aufgelegt, ne? Wenn die Wurst jetzt aus dem Wurstanschnitttüte, der Mehl und Wasser. Du musst aber Wasser, den vollen Preis rechnen, bitte. Auf gar keinen Fall. Wir kriegen, bei der Pizzafirma machen bestimmt auch nur den Wurstanschnitt drauf. Bei der Pizzafirma gucken bei Kaufland, ob es da Reste gibt oder was. Ja, natürlich, wenn ich die Pizza. Nee, Rosok arbeitet nicht in der Gastro. Es ist dunkel draußen. Ja, man sieht gar nichts. Es ist Bier im Haus, es ist so aus dem Haus. Ich wollte euch gerade zeigen, dass wir hier im Dunkeln laufen. Das war nicht so klug, deswegen beenden wir die Szene lieber. So, wir sind wieder zu Hause. Die Pizzaschnecke ist soweit fertig geformt. Hier ist ein Missgeschick passiert, aber da ist die Mira schon dabei, das zu korrigieren. Naja, bis hierhin habe ich die Rolle gerollt und das Stück hat auch so gerollt. Ja, ist okay. Oh nein, das fällt auseinander. Oder? Nee, das ist okay. Müssen wir zusammendrücken, das ist wichtig. Ja, doch etwas zu dünn gerollt für die groben Stücke an Inhalt. Ja, das kann natürlich sein, dass es ein Fehler von mir war. Aber ich dachte, das ist wahrscheinlich ein Fehler von mir, weil ich gerollt habe. Also ist okay. Nee, von mir, habe ich gesagt. Ich weiß, dass du das gesagt hast. Ja, ich habe das ja auch gerollt. Das ist halt zu dünn. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich den Teig ein bisschen dicker gemacht. Da war ich ein bisschen zu dämlich für. Das ist mit Teigkarte halt. Ist ja okay. Genau, und dann backen die ja so auf die Dinger. Genau, perfekt, cool. Ja, man will ja auch ein bisschen Belach haben trotzdem ja noch. Das ist richtig. Ich finde, das sieht eigentlich ganz ansprechend aus. Und wenn es hochgebacken ist, ist es doch cool. Ja. Du könntest es jetzt nochmal mit Ei bestreichen oder nur mit Käse? Weil du hast ja, ich glaube, ein bisschen Käse kommt oben drauf, genau. Ja, ansonsten, Mira, was machen wir jetzt? Wollen wir das Video beenden? Ich würde sagen, mal ein kurzes Video. Ich fand es jetzt nicht so kurz, ich fand es schon lang genug. Und genug für unsere Zuschauer, damit sie das Spektakel sehen. Dann wollen wir euch heute nicht mehr nerven. Ich versuche hier Ozogs Rollen zu retten. Ich hoffe, dass das klappt. Das Ergebnis habt ihr auf jeden Fall auf Instagram gesehen, bei Ozog auf seinem Kanal. Ja, genau. Aber Gott. Das sieht gut aus, wenn es so. Ja. Ja, das wird auch super schmecken, Ozog. Ich finde es gut. Das müssen wir nur fertig backen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren, ist kostenlos. Ich freue mich drüber, die Pizzaschnecken freuen sich drüber. Der Inge, der gleich kommt, freut sich auch darüber. Und wir freuen uns noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Ciao.